Willkommen zurück zu LEGO Worlds. Wir sind jetzt auf dem Weg ins All. Oder wo auch immer hin. Unserer nächsten Aufgabe. Was ist das? Okay, das ist also meine nächste Aufgabe. Ich fliege jetzt einfach mal dahin, weil da wollte ich jetzt eigentlich so hin. Also so ungefähr so halt, ne? So. Ihr wisst ja, wie ich das meine, ne? Finde ich aber schön, dass sie das Ganze noch versuchen, so leicht videoanimiert zu machen. Da lasse ich so langsam die Atmosphäre. Jetzt bin ich im All und... Was ist denn jetzt los? Piratenschiffe werden... Wildpferde werden gezähmt. Ach nö. Unendliche Unwahrscheinlichkeit wurde gelandet. Schon wieder Ladevorgang. Ah, die Ladevorgänge hätten die echt nicht sein müssen, ne? Traveler Tales werden übersetzt. Und der Landeanflug wird initialisiert. So, nachdem der Landeanflug initialisiert ist, sind wir jetzt hier anscheinend auf einer Dschungelwelt oder sowas, keine Ahnung. Urgeschichtliche Gefahr. Die Gedankenblase deiner Rakete verrät dir, wie viele goldene Steine du noch brauchst, um die nächste Belohnung zu erreichen. Okay. Allerdings gibt es die nicht auf allen Welten in Hülle und Fülle. Sobald du meinst, auf einer Welt alle goldenen Steine gesammelt zu haben, solltest du eine andere Welt aufsuchen, um mehr davon zu finden. Ah, der Himmel fällt uns auf den Kopf. Ach, Quatsch. Es ist noch einer von diesen Meteoriten. Cool. Cool. Das finde ich jetzt schon eher mehr befremdlich, dass da jetzt schon wieder so ein Meteorit untergekommen ist. In einer Lava-Welt sind wir noch befremdlicher. Das ist was für eine Kanone? Landschaftswerkzeug. Okay. Landschaftswerkzeug. Mit dem Landschaftswerkzeug kannst du die Umgebung neu gestalten. Lasse Berge emporragen, grabe Schluchten oder ebne ein ganzes Dorf ein. Du hast das Landschaftswerkzeug. Du hast die Macht. Eins. Zwei. Drei. Vier Stück oder nicht? Gibt hier vier. Okay. Okay. Also, hier haben wir schon mal den ersten. Steckt fest, du retten. Ich gebe das. Du kannst Gelände anheben oder absenken. Wofür du dich entscheidest, wird von der Situation abhängen. Freigeschaltet. Anheben und absenken. Ja gut, dann senken wir mal. Nee, so möchte ich gucken. Nee, halt, so kann ich nach oben gucken. Ja, komm runter. Oh, schön. Er freut sich. Oh, das ist eine Spinne. Kann ich die einsammeln? Komm her. Ah.
Jetzt habe ich sie. Und rüber aufs Grün. So, was haben wir denn da? Das ist die nächste Aufgabe. Werfen wir einfach mal die Spinne weg. Steck fest, du retten. Eben das. Wer steckt fest? Oh. Okay, das ist ja... So. Warte, warte. Ist er? Ah, von da oben. Okay. Das ist ver... Ach so, ist größer. Anheben. Anheben. Ja, komm her. Ernsthaft. Na komm. Komm mal wieder ran. Ranzoomen. Woran hapert es denn, hä? Ja, komm. Woran hapert es denn? Ernsthaft? Hat mich echt woran es hapert. Hallo. Er will nicht. Okay, nochmal. Also wir machen ein bisschen kleiner. Und wir gehen jetzt auf den hier ein. Hallo, du kannst deiner Geliebten... Kann doch keiner mehr verstecken. Stecken fest, du retten, ich gebe ihm das. Das Landschaftswerkzeug bietet dir viele Möglichkeiten. Jetzt musst du dir überlegen, wie du den armen Kerl retten willst. Aber, habe ich doch gerade. Das war jetzt auch wieder total verbuggt, ne? Weil ich das schon mehrmals angesprochen hatte. Also manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen komisch, was das Ganze... Ebnen. Ja, ebnen. Wenn ein Gebiet geebnet wurde, eignet es sich perfekt als Baugelände. Sei jedoch vorsichtig, denn das Landschaftswerkzeug kann ganze Gebäude einebnen, wenn du nicht aufpasst. Okay. Wie ebne ich? Ah! Abheben, absenken... Ebenen. Ebenen. Hoch. Nee. Ui. Was will er denn von mir? Stecken fest, du retten. Ich gebe das. Es muss einen Weg geben, diese Lava zu überqueren. Du könntest mit dem Landschaftswerkzeug Steine platzieren und eine Brücke bauen. Freigeschaltet. Hinzufügen und entfernen. Okay, was habe ich denn da jetzt? Lol. Ja, vielleicht sollte ich erstmal mit den Leuten reden, bevor ich da irgendwas mache. Er hat die ganze Zeit heiß an den Füßen.
Und dann war's nächste. Du könntest eine Insel draußen auf dem Meer bauen oder auch eine Treppe zu den Wolken hinauf. Deine Werkzeuge, deine Entscheidung. Meine Werkzeuge, meine Entscheidungen. Stecken fest, Duretten, ich gebe dir das. Menschen, die stecken öfter mal fest. Tja, wenn du ein Werkzeug hättest, das Gelände entfernen kann, dann könntest du hier Hilfe leisten. Gelände entfernen. Na, dann gucken wir mal. Ja, auswählen. Mann, oh Mann, oh Mann. Glätten. Ersetzen. Zufügen. Entfernen. Ach, genau. Dann machen wir mal hier entfernen. Und dann hier weg. So. So einfach war das jetzt. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das war jetzt so ein bisschen... Der hätte ein bisschen schneller reagieren können. Dieser Vulkan sieht gefährlich aus. Du solltest die Gelegenheit vielleicht nutzen und Reißaus nehmen. Der Vulkan sieht gefährlich aus. Nutz Reißaus. Okay, ich hab's schon verstanden. Ja auch, oder nicht? Eins, zwei, drei, vier. Und wir reisen in die nächste Welt. Ja? Hey? Wo bin ich denn jetzt? Da wollte ich ja eigentlich hin, ne? Wann erkenne ich denn jetzt, wo ich bin? Hier habe ich... 0 von. Hier von. 0 übrig. Achso, halt. Hier übrig. Ah, und da unten brauche ich 10, um das freizuschalten. Ich habe insgesamt erst 7. Das heißt, also hier muss ich jetzt als nächstes hin. Ja, dann reißt da auch hin. Ja. Namen ändern? Nein, reisen. Freischalten, Welt löschen, Bilder keine, Einstellungen, Speichern, Vorfahren, Welt speichern, Welt verlassen. Ja, zoomen. Wegpunkt platzieren. Ist das jetzt hier gerade die Lavawelt oder ist das hier die Lavawelt? Hä? Ah, da kann ich hinfliegen. Hä? Okay. Ich stehe gerade noch so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich muss gerade noch ein bisschen mit der Welt klarkommen. Na gut, das ist halt neu. Es ist blind. Du hast all. Was wollte er jetzt von mir? In den Ladescreen gehen und dann sagen, du hast all. So, ich habe Worlds ja damals auf dem PC gespielt und Weltrenner werden zurechtgeschnitten. Es sinkt da, oh mein Gott. Aber das Spiel hat gespielt und damals war es halt nur ein reiner Baukasten und es hatte mich jetzt nicht so geflasht. Ich dachte jetzt einfach mal, gut, jetzt probierst du das Ganze mal auf der Switch mit Story Mode. Vielleicht transportiert das ja ein bisschen mehr von dem Spiel rüber als nur alleine der Kreativmodus. Ja, außerdem ein Story Mode ist ja ein Story Mode. Und damit setze ich mich doch gerne mal auseinander. So. Und wir sind in einer Candy World angekommen. Und ich habe vergessen, die Typen zu scannen, fällt mir gerade auf. Kandierte Konstruktionskapriolen. Wie lecker diese Welt aussieht. Eiswaffeln, Torten und Lebkuchenhäuser. Herrlich. Und natürlich ein Meteorit. Warum auch nicht, ne? Aufgaben sind hier 3. Deswegen.
Ein Kopierwerkzeug. Okay. Kopierwerkzeug. Mit dem Kopierwerkzeug ist es einfach, Kopien deiner Funde anzufertigen. Du kannst damit auch eigene Schöpfungen kopieren. Ziehe den Kasten um ein Modell, das dir gefällt, passe die Größe an und erstelle eine Kopie. Du kannst diese platzieren, wo du willst. Du kannst deine Werke in der Meine Steinsets-Galerie speichern, um sie auf andere Welten mitzunehmen. Dann wissen wir jetzt schon, was wir ungefähr machen müssen. So, aber jetzt möchte ich mal gucken. Im Startmenü haben wir was für Möglichkeiten. Abspringen, neu positionieren, zurück zur Rakete. Einstellung, speichern und vorfahren. Also wir können auch zwischendurch mal speichern. Fokus ändern. Achso. Okay. Und da sehen wir auch 100%. Okay. Wollte ich aber nicht. Ich wollte Info springen, Aktion, Fähigkeiten. Da wollte ich hin. Wir haben jetzt ein paar neue Sachen bekommen, hoffe ich mal. Oder auch nicht. Wieso sind die nicht freigeschalten? Y ersetzen. Okay. Wir hatten doch ihn da kennengelernt. Das heißt, ich kann mich doch so anziehen, oder? Dunkelgrauer Fisch. Ego-Perspektive an oder aus mit Minus. Schnell scrollen. Das ist dann die Ego-Perspektive und die ist total für den Hinter. Eieiei. So. Also, wir müssen jetzt mal hier hin. Und eine Aufgabe erfüllen wir jetzt noch, würde ich sagen. Wo ist er denn da? Herr Lebkuchen möchte heute noch ein weiteres Haus, genau wie das hier haben. Weißt du, wie du es ihm genau kopiert, eine genaue Kopie bauen kannst? Häuser, die völlig alleine herumstehen, sind ein trauriger Anblick. Es wäre gut, wenn dem Haus hier mindestens noch ein weiteres Gesellschaft leisten würde. Okay, dann wollen wir doch mal. Speichern wir einfach mal. Hier kannst du die genaueren Einzelheiten deines Modells anpassen. Füge Steine hinzu, entferne Steine oder lass es, wie es ist, wenn es dir so gefällt. Gib ihm einen Namen, platziere es im Rahmen und speichere es für später. So. Mein Modell. Oh, ernsthaft? Das ist ja jetzt. Eep. Achso, 500 Zeichen kann ich da speichern. Und speichern. Nicht vergessen, mit dem Entdeckungswerkzeug kannst du alles aus deiner Sammlung platzieren, einschließlich gespeicherter Modelle. Okay, dann. Gucken wir mal. Einschließlich gespeicherter Modelle. Wunderbar. Darf man noch ein zweites haben? Wo ich das hinpacke. Nein. Tada! Gerne doch, bleib da, bleib da. Jetzt deine. Hallo. Kopieren ist nicht Schummeln. Es ist einfach nur eine Zeitersparnis. Gehen wir mal rein in so ein Gebäude hier. Nichts Besonderes drin. Ich kann hier nicht kopieren. Nee, schade. Oder entdecken. Entdecken, muss man ja sagen. Komm, jetzt machen wir die anderen auch noch. Kommen. Darauf kommt es jetzt nicht an. Nächste Aufgabe da.
Irgendwann hat die Wand aufgegessen. Kannst du mir eine neue bauen? Okay. Bauwerkzeug. Aber ja. Bauwerkzeug. Das ist das Bauwerkzeug. Es verschafft dir die ultimative Kontrolle über die Grundbausteine des Universums. Du kannst deine Steinsammlung erweitern, indem du die lästigen Unruhestifter fängst. Sei kreativ. Schaffe etwas Wunderbares. Nein, schaffe etwas Wunderbares. Ausgezeichnet. Ah, einen Stein nach dem anderen. Jetzt kannst du genau das bauen, was du willst. Und zwar bis ins kleinste Detail. Okay. Ernsthaft? Wie soll ich denn da bauen übereinander? Ja, ich wollte jetzt eigentlich hier weiterbauen. So. So. Y entfernen. Entfernen, habe ich doch gesagt. Platzieren. Ah, jetzt hat er es richtig. Kommt das hin? Gut. Das wird jetzt. Wenn ich so mache, dann geht er nicht runter. Jetzt. Ah, doch, so könnte es gehen. Nein. Ich hoffe, sie ist dann zufrieden, wenn ich hier das Haus da fertig gebaut habe. Ah, sie ist schon zufrieden. Ah, wunderbar. Bist du fertig? Nö, aber... Ich bin Handwerker. Ich lasse die Hälfte da und dann kassiere ich mein Geld. Genau hier. Alles Money, 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 Money. Kassiere ich. Und du kannst dich dann darüber ärgern, dass das alles nicht vollständig ist. Seht ihr, Leute? So ist das heutzutage im Leben. Wenn du neue Lego-Welten erkundest, wirst du noch viele andere Steinarten sammeln. Kann ich da reinkrabbeln? Ich möchte sie trotzdem noch entdecken. Entdecken. Ah, freischalten muss ich sie, deswegen hatte ich es noch nicht gesehen. Was ist das? Nee. Das wollte ich eigentlich wegwerfen. Nein! Entdecken, danke. Mann, 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 Mann. Nee, extra erst hingehen und dann das zu entdecken, oder was? Abrissexperte C kann man noch nicht entdecken. Mission noch nicht gefunden. Oh. Ey, lass mich das auch machen. Ah, jetzt geht es. Oh, was haben wir denn da drin? Farbwerkzeug. Ich habe mir alles. Das Farbwerkzeug. Wähle das Farbwerkzeug, um beliebige Dinge umzufärben. Such dir einfach eine Farbe aus und klatsche sie überall drauf. Du kannst dich richtig austoben. Oder färbe einen Stein nach dem anderen. Mache deine Welt etwas bunter. Und beachte, dass sich mit der Farbe manchmal auch die Eigenschaften eines Steins ändern. Färbe sie schwarz, rosa oder lava. Ja, okay. Mein Haus anmalen, bitte. Mach es farbenfroh. Es ist wirklich schade, wenn etwas so unspektakulär aussieht. Das Ganze könnte etwas Farbe vertragen. Okay.
Das finde ich cool. Jawohl, Splatoon. Wortwörtlich Splatoon, oder? Hoch runter. Komm. Genau, und jetzt hier rüber. Bisschen Farbe kannst du gebrauchen. Kein Problem. Ja, komm hoch. Bis wohin muss ich denn? Ja, komm, du kommst ein komplett blaues Haus. Komm. Ich bin ja ganz kollegial. So. Nur mit dem Ziehen, das ist noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber gut, hey. Halt. Da fehlt noch. Ich hoffe, du magst ein neues Blau. Danke. Fantastisch, du bist fertig. Ich hab zwar nur die Hälfte angemalt, aber egal, es zählt. Jawoll, Entdeckerbauer steigt auf zum Forschender Bauer. 5 goldene Steine zum nächsten Rang. Warte, jetzt war hier irgendwo eine Katze. Die Katze wollte ich haben. Herausforderung gemeistert. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. 10 goldene Steine. Damit kannst du die Rakete starten und hast genug Energie, um eine unbegrenzte Zahl neuer Welten zu erreichen. Kehre jetzt zur Rakete zurück. Ja, ich kehre zur Rakete zurück. Abenteuer zu erleben. Gut, Abenteuer erleben klingt nach einem Plan. Auch immer das ist. Es sieht jedenfalls lustig aus. Sieht aus wie... Gut, ich kann jetzt hier keine Werbung machen, ne? Aber... Deine Rakete kann dich zu was neuen für Konfekt das ist, bringen. Das wisst ihr selber. Kehre zu ihr zurück, wenn du anderswo Abenteuer erleben willst. Wenn ich anderswo Abenteuer erleben möchte, dann mit euch zusammen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und... Oh. Ich will natürlich auch noch entdecken. Und ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschüss.